Ich bin mit dem Thema totes Pferd sehr plötzlich in Berührung gekommen, weil es ein Unfall war. Ich habe mich vorher mit dem ganzen Thema kaum beschäftigt. Ich habe mal gehört, es gibt einen Abdecker, Tierkörperbeseitigung, aber hatte dieses Thema null auf dem Schirm. Also mich haben Fragen beschäftigt, wie kann ich sicher sein, dass es wirklich mein Tier ist, was ich nachher als Asche zurückbekomme? Was genau wird mit dem Tier gemacht? Wie wird mit dem Tier umgegangen? Lauter solche Sachen. Welchen Stellenwert haben Tiere in deinem Leben? Tiere sind alles für mich. Tiere haben den größten Stellenwert in meinem Leben. Ich habe inzwischen mein ganzes Leben rund um die Tiere gestrickt. Die Tiere sind mein Job, mein Leben, mein Hobby, mein alles. Also ich persönlich kann mir ein Leben ohne Tiere nicht vorstellen. Was hältst du von Tierbestattungen? Tierbestattung ist in meinen Augen ein total wichtiges Thema, von dem aber total viele Menschen noch gar keine Ahnung haben. Und ich habe mich ehrlich gesagt, bis mein erstes Tier gestorben ist, auch quasi gar nicht damit beschäftigt, weil ich bloß nichts mit dem Thema Tod zu tun haben wollte. Aber wenn es dann einmal so ist, dann kommt man eben damit in Berührung. Und ich finde es eine wahnsinnig, wahnsinnig schöne Art und Weise, sich von seinem Tier zu verabschieden und auch etwas von dem Tier dann nachher zu behalten, indem man einfach die Asche bekommt. Was macht die Rosengarten-Tierbestattung so besonders? Ich durfte die Rosengarten-Tierbestattung besuchen und habe sehr empathische, sanfte Menschen kennengelernt. Ich finde, das ist unheimlich wichtig. Also Empathie und Würde, das ist für mich eigentlich das, was es nachher gut macht und was auch gut von schlecht trennt. Hier am Rosengarten ist es wunderschön. Also ich durfte heute ja auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und auf der einen Seite ist es sauber, es ist super professionell, es ist digitalisiert, man muss keine Angst haben, dass irgendwie Dinge schieflaufen. Und auf der anderen Seite hat man eine ganz große Menschlichkeit und eine große Empathie. Das an so einem wunderschönen Ort, das macht es für mich besonders. Hast du bereits Erfahrungen mit Tierbestattungen gemacht? Ich persönlich habe Erfahrungen mit Tierbestattungen gemacht. Und zwar ist mein Pferd Kanto gestorben. Und ich habe mich vorher überhaupt nicht darauf vorbereitet und bin sehr froh, dass mich in dem Moment eine Freundin an die Hand genommen hat. Genau, mein Pferd habe ich kremieren lassen, dann habe ich auch leider meinen Kater noch verloren und habe auch den kremieren lassen. Und wenn man damit einmal in Anführungsstrichen angefangen hat, kann man sich irgendwie auch nicht mehr eine andere Variante für seine Tiere vorstellen. Zumindest ist es bei mir so. Jetzt laufen bei mir tatsächlich noch viele Tiere rum und ich frage mich auch so ein bisschen, wo soll das hinführen? Aber ich würde jederzeit wieder eine Tierkremierung machen, eine Tierbestattung machen, weil das für mich einfach der schönste Weg ist, Abschied zu nehmen und weil es einfach für mich persönlich unheimlich schön ist, was von dem Tier bei mir zu Hause zu haben. Wie soll der Abschied von seinem geliebten Tier aussehen? Der Abschied von einem Tier ist in meinen Augen was wahnsinnig Persönliches und es gibt da irgendwie auch kein richtig oder falsch. Ich glaube, dass das wirklich für jeden anders ist. Der Abschied ist für jeden anders, Trauer ist für jeden anders und ich glaube, man kann auch vorher nicht sagen, wie es für einen sein wird. Generell ist für mich wichtig, dass ich auf Menschen treffe, die eine gewisse Empathie haben, dass das Ganze würdevoll stattfindet, dass ich keine Sorge haben muss, dass mit meinem Tier irgendwas Schlechtes passiert, dass damit schlecht umgegangen wird, weil jemand sagt, ja, ist ja jetzt nur noch eine tote Hülle, sondern dass dieser ganze Abschied von Anfang bis Ende einfach mit einem, ja, mit Vorsicht vonstatten geht und irgendwie geprägt ist von der Liebe, die ich für das Tier empfunden habe. Was hältst du von dem Rosengarten Pferdekrematorium? Ich kann verstehen, dass Menschen das seltsam finden oder Berührungsängste haben, aber ich glaube, in der Situation, wenn man es braucht, wenn man sich darüber Gedanken machen muss, dann ist jeder froh, dass es das gibt, wenn er dann die Möglichkeit hat, das auch umzusetzen, weil das einfach eine würdevolle Variante ist. Und deshalb finde ich Pferdekrematorien gut, auch wenn sich das irgendwie verrückt anhört. Was unterscheidet einen Abdecker von einem Pferdekrematorium? Wenn ein Pferd stirbt oder eingeschläfert wird, ist es in vielen Fällen, wahrscheinlich in den meisten Fällen, immer noch so, dass der Abdecker kommt. Das heißt, es kommt ein Unternehmen mit einem Container und dann wird das Tier gegriffen und wird eben in diesen Container gepackt und der Container ist nicht leer oder sauber oder irgendwas, sondern je nachdem, was auf der Tour eingesammelt wird, sind da Schlachtabfälle drin oder schon andere Tiere und dieses ganze Prozedere. Ja, wird so gemacht und ich könnte mir das persönlich nicht angucken. Ich würde das für meine Tiere nicht wollen. Ich finde es falsch, jemanden zu verurteilen, der sagt, hey, das ist das Einzige, was gerade für mich geht. Aber man sollte sich in meinen Augen einfach einmal anschauen, was da eigentlich passiert und ob man das für sich möchte. Und ich könnte meine Tiere tatsächlich nicht zum Abdecker geben, wenn ich mir das in irgendeiner Art und Weise finanziell halt leisten kann, es anders zu machen. Und deshalb bin ich wahnsinnig dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, einfach auch Pferde inzwischen bestatten zu lassen, beziehungsweise kremieren zu lassen, weil ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass meine
Tiere zum Abdecker gehen. Wenn ich zurückdenke an die Situation mit meinem Pferd, mit Kanto, die Vorstellung, dass da irgendwer angefahren kommt, den mit einem Kran in so einen Container reinwirft, das hätte ich nicht verkraften können. Und das ist sehr würdevoll alles abgelaufen und wurde sehr vorsichtig gemacht. Und das war mir so wichtig. Und ja, Abdecker wäre für mich keine Alternative. Wie sinnvoll ist es, sich frühzeitig mit dem Tod des Tieres zu beschäftigen? Es mag sich halt final einfach keiner so richtig mit dem Tod beschäftigen. Oder sehr, sehr viele Leute sehen das immer noch als Tabuthema und zucken auch, wenn man darüber spricht. Und wenn man mit mir über den Tod redet, ist es auch so, dass mir sofort mein Kanto einfällt und ich vielleicht Tränen in den Augen kriege und ein bisschen seltsam werde. Der Tod wird irgendwann Thema sein. Und nur weil man nicht drüber redet, ist es nicht so, dass der Tod nie ein Thema sein wird. Und ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, es macht Sinn, sich vorher damit zu beschäftigen, dass Tiere irgendwann sterben, weil man einfach dann noch mit klarem Verstand in Ruhe sich überlegen kann, wie man möchte, dass das Ganze vonstatten geht. Wenn man in der Situation ist und man kann das nicht immer vorhersehen, es kann ein Unfall kommen, es kann ganz plötzlich passieren, ist man emotional oft so überfordert, dass man gar keine Entscheidung treffen kann. Und deshalb macht es durchaus Sinn, sich früh mit dem Thema zu beschäftigen. Und es ist auch totaler Quatsch, dass man irgendwie Sorge haben muss, dass man damit irgendwas hervorruft. Also nur weil man sich mit dem Thema beschäftigt, ist es nicht so, dass morgen was passiert. Ich kümmere mich lieber früher um das Thema und habe das inzwischen auch angefangen, nachdem ich einmal die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich halt nicht früh genug gekümmert habe. Warst du vorbereitet auf die Bestattungskosten deines Pferdes? Ich persönlich war null vorbereitet. Ich bin wahnsinnig froh und dankbar, dass ich mir das zu dem Zeitpunkt leisten konnte. Ich habe ehrlich gesagt vorher überhaupt nicht gewusst, was das kostet, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe und weil das ganze Thema einfach in meinem Leben überhaupt nicht präsent war. Deshalb kam es bei mir sehr unvorbereitet und ich bin froh, dass ich es zahlen konnte. Habe aber inzwischen tatsächlich mir überlegt, dass es Sinn macht, da auch einfach vorzusorgen, weil ich habe noch einige Tiere und ich möchte halt, dass die auch einen würdevollen Abschied bekommen. Und demnach, so hart sich das anhört, weiß ich halt schon jetzt, dass irgendwann, so in 100, 200 Jahren, noch Kosten auf mich zukommen. Warum ist eine Bestattungsvorsorge so wichtig und sinnvoll? Für mich macht eine Vorsorge tatsächlich deshalb Sinn, weil das Thema ja irgendwann greifen wird. Das ist jetzt sehr nüchtern formuliert, aber es handelt sich dabei ja nicht um irgendeine Zahlung, die man in irgendeine Versicherung reinpackt und man weiß nicht, ob man die irgendwann braucht. Wenn man sich grundsätzlich dafür entschieden hat, dass man möchte, dass ein geliebtes Tier kremiert wird, dann werden diese Kosten irgendwann auf einen zukommen. Und für mich macht es total Sinn, da einfach vorzusorgen und zu sagen, ich spare das irgendwie an oder ich zahle schon mal eine Summe ein und was weiß ich, wenn ich irgendwie einen Bonus kriege, zahle ich noch mal ein bisschen was ein. Man hat so die Möglichkeit, dass man einfach schon das Geld da liegen hat, man hat sich für alles entschieden, man hat schon mal nachgedacht, kann sich dann auch immer noch mal umentscheiden und sagen, hey, ich möchte, dass es vielleicht doch anders gemacht wird, aber man hat eine Grundidee, man hat eine Vorsorge und man hat die grundlegenden Dinge einfach schon mal geregelt und muss sich dann im Fall des Falles auch keine Sorgen wegen der Kosten machen. Wie wichtig ist ein würdevoller Abschied von dem geliebten Vierbeiner? Ein würdevoller Abschied, egal ob von einem Tier oder von einem Menschen, ist für mich eigentlich nicht wegzudenken. Ich weiß, dass jeder anders mit dem Thema Tod und Trauer umgeht. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, hey, wenn der Tod einmal da ist, ist es nur noch eine Hülle. Aber für mich persönlich ist es wahnsinnig wichtig, Abschied zu nehmen. Mir persönlich ist es auch wahnsinnig wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, das Tier noch mal zu sehen. Ich habe bei meinem toten Pferd anderthalb Tage noch Zeit verbracht und ihn angeschaut. Ich habe Fotos gemacht. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass man wegkommt von das ist richtig, das ist falsch. Aber ich glaube, für die meisten ist ein würdevoller Abschied, was auch immer das dann heißen mag, sehr wichtig. Wie sieht aufrichtiges Mitgefühl für dich aus? Ich weiß von meiner Freundin, dass sie sich noch einen Podcast angehört hat auf dem Weg zu mir, wie man mit Trauernden richtig umgeht. Das ist ein super, super sensibles Thema, weil man kann nicht einfach sagen, hey, man macht das und das ist richtig oder ich mache das und das ist richtig. Jeder ist anders und ich weiß gar nicht, ob man definieren kann, was das beste Mitgefühl ist. Mein Tipp wäre, im Zweifelsfall den Trauernden zu fragen, hey, was brauchst du? Einfach mal nachzufragen, wenn man sich selber unsicher ist. Und dann im zweiten Schritt Dinge nicht persönlich nehmen und denjenigen einfach so sein lassen, wie er in dem Moment ist. Menschen, die trauern, sind teilweise für Außenstehende vielleicht super weird und seltsam und man denkt sich, was soll das? Aber die in dem Moment einfach mal machen lassen. Gefühle und Trauer, das drückt sich so unterschiedlich aus und das muss
in dem Moment nicht für die Außenstehenden logisch oder sinnvoll sein, sondern das muss sich für den Trauernden richtig anfühlen. Und wenn es das tut, dann ist der richtige Umgang damit, dass man das einfach abnickt und denjenigen darin unterstützt, dass er so trauern kann, wie er es braucht. Wie wichtig sind die Andenken und greifbare Erinnerung nach der Tierbestattung? Mir war es super wichtig, nach der Bestattung die Asche von meinen Tieren zu bekommen, also von meinem Pferd und auch von meinem Kater. Und ich war total überrascht, wie viel Asche es beim Pferd ist. Auch wenn ich die Zahl zwar ungefähr kannte, war das doch irgendwie erstaunlich, wie groß diese Kiste ist und was da alles drin ist. Ich habe erstmal die Asche einfach in Holzkisten bekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, was ich damit machen soll. Ich wollte halt erstmal, dass sie nach Hause kommen. Und dann hat es tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich entschieden habe, etwas damit zu machen. Und zwar habe ich mir aus der Asche von meinem Pferd, von Kanto, zwei Schmuckstücke machen lassen. Einmal eine Kette, also einen Anhänger und einen Ring. Aber ich finde das auch irgendwie schön, den bei mir zu haben. Ich sitze manchmal neben dieser Urne. Jetzt denken wahrscheinlich wieder Leute, ich bin komisch. Aber ich sitze dann da und dann trinke ich einen Kaffee. Und dann denke ich mir, wir sind so beieinander irgendwie. Ich mag das. Ist ein bisschen seltsam. Aber es gehen ja auch Leute zum Friedhof. Also kann ich auch neben meiner Holzkiste sitzen.